Die neue Rittersport Haferkeks und Joghurt Frühlingsspezialität im Testvideo. Viel Spaß wünsche ich euch. Endlich nun auch bei mir entdeckt, eine neue Schokolade von Rittersport, eine Frühlingsspezialität und davon sogar eine neue, denn es gibt noch zwei andere Frühlingsspezialitäten, die ich leider schon wieder vergessen habe, beziehungsweise ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht genau angeguckt, aber ach ja, irgendwie kommt es gerade aus dem Off Zitrone Buttermilch und es gab glaube ich auch irgendwas mit Johannisbeeren und Streuselkuchen oder irgendwie Streusel, Johannisbeer. Na, jedenfalls gibt es dann als neue dieser drei die Haferkeks und Joghurt und da sage ich nur, oh yeah. Denn Haferkekse sind für mich persönlich mit die geilsten Kekse überhaupt. Dazu mit recht guter Rittersport kombiniert. Und Joghurt ist auch immer sehr schön. Die Rittersport-Joghurt ist eine der liebsten Rittersport-Schokoladen, die ich esse. Und die Kombination könnte also entsprechend sehr, sehr geil werden. Vor allem, wenn wir wirklich so dick Keks drin haben, wie hier auf diesem Bild, dann könnte es natürlich sehr, sehr cool werden. Können wir uns mal genauer anschauen, was drin ist. Achso, gekostet hat sie, glaube ich, 1,20 Euro. Bei Müller habe ich sie entdeckt. Ich glaube, es war 1,20 Euro. Für diese 100 Gramm Vollmilchschokolade gefüllt mit 31% Weizenkeim-Magermilch-Joghurt-Füllung. Hä? Und einem Haferkeks, 14%. Was ist denn eine Weizenkeim-Magermilch-Joghurt-Füllung? Nur 14% Keks, das ist ein bisschen schade. Zutaten: Zucker, Palmfett, also das billige, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Hafermehl, 4,5% Weizenmehl, Laktose, Weizenkeimpulver. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also halt irgendwas von Weizenkeimen, ein Pulver, aber warum das irgendwie in Joghurt drin ist und so, keine Ahnung. Magermilchpulver, Butter reinfällt, Sahnepulver, Weizenprotein. Ist ja voll das Fitnessfood hier. Also wenn ihr dann trainieren wart, könnt ihr es für die, um die Gains zu safen, könnt ihr euch dann hier, könnt ihr euch genau das Weizenprotein in der Rittersport-Schokolade reinziehen. Glucose, Fructose-Sirup, keine Aromen, finde ich schon mal sehr schön. Meersalz ist auch drin, kein Aromen, sprich hier kommt der Geschmack wirklich nur von den Dingen, die drin sind. Das gefällt mir schon mal gut. Quadratisch praktisch gut, zum Aufknacken. Oh ja, und das sieht schon mal richtig schön nach Keksfüllung aus. Es stand zwar nur 14% Keks drauf, aber es wird Massengewicht sein, denn Keks ist ja aufgebacken, deswegen ist er von der Dichte leichter als der Rest. Ah, hier kann man es schon, hier kann man schon ganz gut sehen, wie ich es hier aufgebrochen habe. Dann kann man hier gut sehen, dass da wirklich so ein richtig schöner Keks drin ist. Machen wir mal hier den Fokus hier vorne drauf. Fokussieren oder auch nicht. Sieht ganz cool aus. Und ja, oben so eine Joghurtcreme drauf, dann hier Keks, Schokolade, gucke ich mal, ob ich hier den Deckel irgendwie abbekomme. Ah ja, da ist also hier quasi, ja oben diese Füllung drauf, Joghurtfüllung und dann kommt der Keks. Ich probiere es mal zusammen. Schön knusprig. Oh ja. Eine schöne Joghurtnote. Ich meine, nur oben. Ein guter Joghurtgeschmack. Das kommt gut zur Geltung. Das finde ich ganz schön. Finde ich intensiver als bei der Milka-Joghurt zum Beispiel. Schokolade. Kennt man, ist halt die normale Rittersport. Schmeckt mir auch ganz gut. Jetzt nochmal hier den Keks. Lecker. Oh ja, hat auch ein bisschen Hafergeschmack. Ist nicht ganz so intensiv wie so ein purer Haferkeks. Macht ja auch Sinn, eine Schokolade dran. Schön knackig. Also für mich wirklich eine schöne Kombination. Frisch, knusprig vom Keks, Schokolade. Für mich eine schöne Rittersport. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Von daher kann ich an dieser Stelle einfach mal sagen, probiert sie gerne aus, wenn ihr sie seht. Kann ich nichts dran meckern. Schmeckt mir einfach gut. Die Rittersport Frühlingsspezialität Haferkeks und Joghurt. Das war's schon. Kurzes Video. Deswegen vielleicht noch als Erwähnung. Kommentar von euch gerne, ob ihr sie schon mal probiert habt, wie sie euch schmeckt. Oder ansonsten gerne ein bisschen quatschen über eure liebste Rittersport. Wieso, weshalb, warum. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten vergesst natürlich auch den Daumen nach oben und das Abo nicht. Habt eine schöne Zeit. Bis bald und ciao.